Hey Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Wir sind hier auf dem Weg ins Walfängerdorf, das wir als ersten Schlag gegen Kjötvi nutzen wollen. Plündern. Okay. Gut. Direkt in den Kampf. Komm her. Ja, fuck. Ich hab's vergessen. Wie ging das? Ich hab die Steuerung schon wieder vergessen. Gut ausgewichen. Okay. Ey. Ich hab alles... alles verlernt. Warte, das war das. Überlass den mir. Okay. Zerstör diese Wagen. Welche Wagen? Wow. Oh, ich brenne. Welche Wagen soll ich zerstören? Was sagt er? Ich hab's nicht gehört. Diese Wagen. Ah, wieder brenne ich. Okay, okay. Was? Wartet. Habe ich schon keine mehr? Komm her. Okay. Aber der Rabe ist nicht verfügbar. Ich bräuchte Bären. Ganz dringend. Das mit den, gibt's hier keine? Wartet. Ah, tragen, okay. Geh weg! Okay, warte. Oh, der hat mich nur knapp verfehlt. Okay, komm schon, beweg dich. Gut ausgewichen. Das wollte ich so. Da schießt er den Schild. Kann ich den nicht zerstören? Doch, danke. Okay. Sehr gut. Und weiter. Haben wir es? Oh. Geht's jetzt los? Oh ja. Ich habe kein Leben mehr. Okay, gibt's hier drin vielleicht, warte. Truhe plündern. Klasse. Oh. So viel zu essen, aber ich kann nichts nehmen, das mir irgendwie Leben zurückgeben würde. War nicht hier solche Bären? Keine Ahnung. Okay, hier haben wir wieder Pfeile. Bringt mir alles nichts. Bringt mir alles nichts. Wo hat's diese dummen Bären? Ja, ich komm runter. Ich dachte nur, ich könnte Bären finden, weil ohne ist schon schwierig. Ja, hier bei dieser Explosion habe ich einfach echt viel Leben verloren. Okay, also wir werden auch unsere Bärentasche aufwerten müssen. Weil, also ich weiß nicht, hatte ich nicht genug? Ich dachte immer, ich hätte das Inventar voll. Ihr fahrt eine blutige Ernte ein. Wer bist du, Fremder? Wie nennt man dich? Ich kenne sein Gesicht.
Er hat vor kurzem Styrbjörn getroffen. So ist es. Ich bin Gudorm, der Onkel von König Harald des Nordens. Ich spreche für meinen Neffen, wenn nötig. Dies sind nicht König Haralds Lande. Warum schickt der Krieger so weit nach Süden? Gute Frage. Die Frage kann er dir selbst beantworten. Herr? Danke, Onkel. Du bist Sigurd vom Rabenclan, richtig? Der Sohn des weisen Königs Styrbjörn. Der bin ich. Du stehst auf seinem Land, König Harald. Land, welches wir mit Blut und Stahl zurückholten. Dies sehe ich und achte ich. Denn ich bin nicht hier, um Krieg gegen euch zu führen, sondern für euch. Auf Bitte deines Vaters. Dieser schlaue Fuchs. War das der Plan, von dem er sprach? Ich biete meine Unterstützung an. Mit meinen Kriegern kann der Rabenclan Kjötvis Feste einnehmen und diesen Zwist ein für alle Mal beenden. Gute Nachrichten, Eivor. Der Wanderkönig wird das Blatt für uns wenden. Wir haben dasselbe Ziel. Wir brauchen deine Männer nicht. Was hast du davon? Das ist die richtige Frage. Warum setzt du deine Leute für uns aufs Spiel, König? Was gewinnst du dabei? Dieser Krieg zwischen Kjötvis Clan und dem euren brodelt schon lange an meiner Südgrenze. Ich will, dass er aufhört. Solange Kjötvi lebt, wird es keinen Frieden geben. Doch dein Vater und ich sind uns in vielem einig. Diese Blutfehde sitzt tief, König Harald. Deine Hilfe ist willkommen. Doch muss ich den Angriff führen. Ach so. Ist das eine Frage der Ehre für euch? Ja. Vor vielen Wintern brach Kjötvi einen Schwur gegenüber unseren Vätern. Er brach den Frieden und tötete viele. Ich verstehe. Jarl Sigurd wird den Angriff gegen Kjötvi und seinen Clan führen. Gib ihm den Befehl über meine Schiffe und Krieger. Wenn du den Sieg in den Händen hältst, Sigurd, suche mich in Alrikstadia auf. Dann feiern wir gemeinsam. Ich sag euch, irgendwas stimmt da nicht. Unsere Leute versammeln sich in Flörli, nordöstlich von hier, nahe der Fjordmündung. Schließt du dich uns an? Einen Moment. Du führst unser Langschiff, Eivor. Wir treffen uns dort und bringen den Göttern Kjötvis Kopf dar. Bruder, auf diesen Tag warte ich seit vielen langen Jahren. Wenn Kjötvi vor uns steht, lass mir den Todesstoß. Er ist dein, Eivor. Das hast du verdient. Ja, so weit wird's nicht kommen. Eivor, hilf uns hier mal! Harald ist freigebig mit seinen Kriegern. Mehr als ich es wäre. Ich durchschaue sein Spiel nicht. Entweder ist er jung und dumm, oder trickreich und weise. Was auch sein Antrieb ist, ich habe ein gutes Gefühl, dass dieser Krieg bald endet. Wenigstens das. Wenigstens das. I'm not so sure about this. Aber naja, wer weiß. Wer weiß. Nächste Mission. Kjötvi tot. Spiel vorbei. Ende. Abspann. Klasse. Nee. So schnell wird das noch nicht gehen. Okay, was ist jetzt? Das grausame Schicksal. Wo sind wir? Sprich mit Sigurd. Pam! Wieder zwei Fertigkeitspunkte. Fertigkeiten. Was haben wir hier? In den Rücken fallen. Oh, okay, wartet. Ausweichen. Ausweichen? Das nehmen wir. Und dann nehmen wir hier noch Schleichen. Gut. Was ist hier der große? Schleichen hebe automatisch Feinde hervor, wenn du geduckt und unentdeckt bist. Oh, das ist aber auch gut. Ja, aktuell kommen wir ja ziemlich schnell. Oh, ja, klasse. Timing, weil das meine große Stärke ist. Ich bediene mich hier mal. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Zerbrochener Bogen, Silber. Ja, jubelt dir nur. Jubelt dir nur. Ah, ich wollte eigentlich noch nicht hierher. Warte, lass mich noch kurz mich hier umsehen. Ich suche immer noch Bären. Kirche ist voll, ja.
Wo könnten Bären sein? Mhm. Es ist ja Essen. Das bringt mir alles nichts. Das bringt mir alles nichts. Wie sehen denn diese Büsche aus, die Bären? Ach, okay. Wir gehen nehmen, dann gehen wir... Ah, okay, jetzt hatte ich wieder. Okay, warum auch immer. Sag, wollte gerade sagen, sonst gehen wir einfach halb tot. Das ist auch okay. Hoch mit dir, Eivor. Kletter, mein Freund, wie du noch nie geklettert bist. Das werde ich dir noch oft sagen. Warte, was haben wir hier? Silber? Brauchen wir keine. Aber Bären gibt's hier nicht. Wartet. Plündern. Ja, dachte ich's mir. Silber, 1. Okay, Leute. Eivor, du hast den Auftakt verpasst. Kjötvis Vorposten schmolz dahin, als wären wir der Frühling. Greifen wir also von hier aus an? Warum? Ich war doch dabei. So ist es und wir sind hungrig auf den Kampf. König Haralds Truppen stehen bereit. Gib nur den Befehl. Das werde ich, doch vor dem Angriff habe ich eine Bitte. Welche? Dass Eivor Kjötvi vor den Toren seiner Feste herausfordern darf. Zu einem Zweikampf bis zum Tod. Oh yes. Ist es das, was du willst? Ja. Kjötvi stahl meinem Vater jede Ehre und Würde. Ich werde sie zurückerobern. Wenn es um die Ehre geht, soll sich niemand einmischen. Und sollte Kjötvi vor Beginn der Schlacht sterben, umso besser für uns. Yes. Ja, löschen wir Kjötvi aus. Kjötvi. Heute nun muss meine Klinge das Werk von Skulds scharfer Schere tun und Kjötvis Schicksalsfaden kappen. Gut gesprochen, mein scharfzüngiger Krieger Skalde. Mögen wir alle das Lied dieser Saga hören. Hast du schön gesagt, Sigi. Eivor, auf ein Wort. Vasim, Heitam. Diese Fehde ist nicht die eure, doch kämpft ihr mit uns. Das scheint mir seltsam. Ich mag deine Skepsis. Du findest es seltsam, weil du dich irrst. Unser Clan, die Verborgenen. Wir bekämpfen Kjötvis Orden schon seit Jahrhunderten. Ihr kamt aus Miklagard hierher, um Kjötvi zu töten? So ist es. Vielmehr kamen wir, damit Heitam ihn töten kann. Mein Lehrling studiert dieses Ziel schon seit Monaten. Ja, stell dich hinten an. Außerhalb Nordweges so groß? Nicht sein eigener Ruf, doch der des Ordens, zu dem er gehört. Sie sind, sagen wir, Rivalen unseres Clans. Heitam, dies geht nicht gegen dich oder die Verborgenen, doch Kjötvi gehört mir. Meine Familienehre steht auf dem Spiel. Das verstehe ich. Was zählt, ist, dass Kjötvi heute stirbt. Darin sind wir uns einig. Ich mag's, dass ihr ausseht wie Altair. Ich hab die Wurfmesser vermisst. Macht euch bereit, Männer! Komm raus! Stell dich deinem Tod. Alter Mann. Du kämpfst mit mir, Kjötvi. Sigurd ist nur hier, um zuzusehen, wie man Rabe dein Herz frisst. Sieh mal an. Wieder einmal erscheint Eivor Wolfsmal, um sich an mir zu versuchen. Dies ist meines Vaters Schande. Ich hole die Ehre zurück, die ihr verlor. Ich fordere zum Heimgang! Hier! Gegen den Eidbrecher! Alter, Jes Geschichte wiederholt sich. Du wirst flehen, wie dein Vater gefleht hat, Wolfs. Kreischen, wie deine Mutter gekreischt hat.
Wie? Mit den Fäusten? Okay, da hast du meinen Respekt. Nun nehme ich eins. Okay. Du bist so schwach wie dein Vater es war. Ja. Du solltest tanzen und nicht kämpfen. Ja, au. Wow, und ich habe keine Bären. Finde dich, Wurm. Deinem Tod entkommst du nicht. Na, Komm, umarme dein Schicksal. Komm her. Oh, nee. Da, nein, nein. Ich sehe es. Ich habe keine Chance gegen den. Oh, shit. Komm her. Wie? Hat der mich erwischt? Kann ich den überhaupt besiegen? Odin. Ja, dann... Warum stirbst du nicht einfach? Gib mir ein bisschen mehr Bären. Der Allvater sieht zu. Hörst du das? Wo bist du? Oh, shit. Okay. Okay. Die Klinge wird dein Blut trinken. Dein Fleisch wird meine Welt ernähren. Aber... Okay. Autsch. Okay, ich komm nicht ran. Ich komm ran. Oh. Okay. Ja, aber schlag doch. Okay. Wir bleiben dran. Ah, shit. Ah. Oh, gut abgewehrt. Oh, okay, das war nicht so gut. Oh. Na. Ah. Ich habe keine Energie, um auszuweichen. Oh. Komm, nicht. Ich... Oh. Komm, schlag. Okay. Oh, was? Aber ich war gut. Das ist nicht fair. Okay. Wir sind auf Feier. Komm her, mein Freund. Oh. Wie, was? Mischt er sich ein? Ja. Das war nichts, mein Freund. Überlass es mir. Wow! Schändlicher Trick, Wolfsmal. Das war nicht meine Idee. Deines Vaters. Kämpft er einfach? Oh. Ort entdeckt. Komm her. Komm her. Komm her, sagte ich. Ja, jetzt steckst du gut ein, mein Freund. Ja, das war nichts. Komm her. Ich wollte betäuben. Oh, nee. Was? Nein. Aber das war jetzt fies. Ich war so gut. Ich war so gut dabei. Ich... Aber einen Schlag von ihm. Boah. Ja, das. Ich wollte nur kurz plündern. Du bist das Kind deines Vaters. Was willst du damit sagen? Komm her. Da hast du nichts getroffen, mein Freund. Komm her. Yes. Und wieder ausgewichen. Komm her. Komm her, sagte ich. Bah. Das war knapp. Okay. Und in den Rücken, komm. Komm. Ja, du hast nämlich keine Chance in einem richtigen Kampf.
Komm her! Bleib liegen. Gute Nacht. Oh. Oh. Bade in deinem Blut, alter Mann. Steh auf, Evo. Und erwache. Ich bin ziemlich wach. Odin? Was verlangst du von mir? Du erhältst deinen Lohn, Wolfsmal. Und den Ruhm meines Todes. Alles hierfür. Dein feigen Vater und sein sinnloses Opfer. Sieh, den Preis unseres Krieges, Wolfsmal. Die Ernte dreier Generationen tot. All ihre Namen vergessen. Nichts davon hat Bedeutung. Nein, mein Clan wird nicht vergessen werden. Yes. Das siehst du, wer in der Gunst steht. In der Gunst Odins. Ich kämpfte so hart. So verbissen. Um zu leben. Denn ich weiß, was uns am Ende erwartet. Nur Dunkelheit. Eklig. Rabenclan! Eure Leben sind verwirkt! Kommt her, wenn ihr müsst! In den Schmelztiegel eures Untergangs! Werden wir. Mein Vater ist tot, Gorm! Seine Schuld getilgt! Öffne die Tore, du wirst verschont! Wälz dich in Scheiße, Wolfsmal! Bogenschützen zielen! Raben! Zeig keine Gnade! Bogenschützen? Wir werden stürmen, aber im nächsten Part. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich liebe das Spiel. Ich hoffe, es geht in diesem Tempo weiter. Es macht so Spaß. Und ich hoffe nicht nur mir, sondern auch euch. Natürlich hoffe ich, dass ich euch auch im nächsten Part wieder begrüßen darf. Bis dahin und tschüss.